für das Dreifache des üblichen Preises abstanden. Was so der übliche Preis ist. Bauernhütten, wir, nein, Bauern brauchen wir eigentlich gar nicht, aber Ballisten brauchen wir genauso sehr. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau da Ballisten mitnehmen kann. Ich glaube, dazu müsste man auch dort. Das hier ist jetzt Kreaturen anwerben. Genau, ich kann jetzt 22 Bauern zum Preis von 440 anwerben. Kaufen wir sie alle. Und das ist 22 pro Tag oder 22 pro Woche, die da plus, die da halt hinzukommen. Das Symbol zeigt mir, ich habe heute schon gebaut. Ich kann pro Tag eine Sache bauen, dann Lagerfeuer mit hiesigen Banditen. Enter, nächste Runde. Ich glaube, ich habe diesmal auch keine Gegner. Ich meine, mit dem Ziel 100 Bogenschützen anzufeuern. Achso, da gibt es ein bisschen Ressourcen. Oh, Moment, habe ich eigentlich ganz gut. Vor allem dieser Erzgeruhe. Ich glaube, ich brauche kein Erz. Aber ich will Nymphen töten. Schlachtet die Nymphen ab. Oder lasst sie für euch tanzen. Und dann essen sie euch. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht gegessen. Ah, da wäre. Naja, ich laufe gleich zurück. Und dann kann ich das Holz einsammeln. So, die stehen passend. So kleine Nymphengruppen. Das ist eigentlich ist es besser, wenn die alle kompakt sind, weil du sonst manchmal ja irgendwie Schläge, also wenn da zum Beispiel von diesen sieben hier jetzt nur noch einer ist und ich den angreife da und obwohl ich eigentlich mit einem Angriff fünf töten könnte oder so, dann ist das ja Verschwendung. Ja, stellen wir die mal nach vorne. Obwohl, dadurch verliere ich Bauern gleich. Das ist, nein. Minus einen Bogenschütze. Da wir sind doch gerade Bogenschützen, was ich brauche. Er macht dann Nahkampf, wenn die so nah dran stehen. Und sie wehrt sich, tötet aber nichts, weil es jetzt nur noch zwei da sind. Oh, die greifen beide Gegner an. Das ist ja eine ganz fiese Sache. Und Moral hoch. Müsste der, dann die nicht, der nicht nochmal dran sein? Ach so, da unten in dieser Leiste. Dann rutscht er dann nach vorne. Und das heißt nicht unbedingt, dass er direkt nochmal dran ist. Aber ich kann nach jedem jedem Kampf auch direkt speichern. Da ist so ein Button. Ah, ich hätte bauen können. Die Bogenschützen sind auf meiner Seite. Aber sie sagen, dass Aschenwald sich der Autorität des Königs widersetze. Das muss ich mit ihrem Bürgermeister ausfechten. Du das. Neue Ziele. Ich muss Aschenwald erobern. Ja, machen wir das. Dafür ist es dann vielleicht sinnvoll, gleich eine Balliste zu kaufen. So, diesmal denke ich dann, was zu bauen. Naja, dass ich gerade nicht dran gedacht habe. Ist, denke ich mal, kein Verlust, da ich eh nur noch das Ding bauen kann für 1000 und das war's dann. Warte mal, habe ich das jetzt gebaut? Nein. Jetzt kann ich. Jetzt kommen neue Dinge dazu. Wieso kommen denn erst neue dazu, wenn ich hier das noch baue? Den Sinn dahinter sehe ich nicht. Gehöfte. Steigern die Vermehrung von Bauern und Milizen. 5 pro Woche. Und das hier gibt mir mehr Gold. Naja, bisher habe ich eigentlich ganz gut Gold gehabt. Bogenschützen. Ah, da kann ich Bogenschützen. Ah, dazu brauche ich jetzt Erz. Okay, dann muss ich Erz sammeln und das, ja, pro Woche 22 zu. Pro Tag 22, das wäre schon ziemlich heftig. Hättest ja in kurzer Zeit so eine richtige Armee hier mit Zombies, eine Horde. Ich denke, ist eine Horde mehr als viele oder weniger? Eine Horde. Es kommt drauf an, als was man eine Horde sieht. Also, Horde. Ich denke mal, eine Horde ist weniger als viel. Und, ja. Ich denke mal, eine Horde von Zombies. Wenn sie das nicht packt, ist sie ein Versager. Ja, das schaffe ich trotzdem. Aber es könnte sein, dass ich diesmal ein paar Verluste erleide. 1 bis 3. Ja, wenn die so lange nicht zu sehr drauf stehen. Die Fähigkeit ja nicht. Ja. Und mit Glück noch mehr Schaden.
Ich denke mal, so weit nach vorne kommen die nicht. Zombies sollten ja eigentlich auch ziemlich langsam sein. Ja, kann nicht ganz nach vorne sein. So, man sah, ist ehrlich gesagt irgendwo nach vorne gerutscht. Der kann gleich meine Dings da angreifen. Dann laufen wir nach oben. Er läuft auch nach oben. Und töten zwei. Da verliere ich jetzt schon ein paar Bauern. Ja, das ist Bauern sind schwächliche Kreaturen. Da töte ich zwei. Das senkt ihren Schaden natürlich immer, umso mehr man tötet. 1 bis 2 bei beiden. Ich könnte einen Schritt nach vorne gehen, aber treffe ich damit eigentlich auch verbündet? Ja, tue ich. Aber zeigt ihr mir an. 4 bis 7. Von welchen denn? Ein nur. Ja, das zeigt ja insgesamt nur an, was man da so tötet. Glück! Nein, schade, keins. So, und 2. Ja, von den Angriffen bringt nichts. Wenn ich trotzdem dahin, dann greifen die anderen Zombies da unten mich vielleicht nicht an. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. So, nochmal 2 erledigt. Na, das. Ah, die Zombies sind ziemlich langsam geworden. Habe ich immer wieder Angriffe. Das ist, und die wehren sich, bei den Kerlen nicht und bei dem Fernangriff wehren die sich ja auch nicht. Ich hätte die näher rankommen sollen und mit den Bogenschützen währenddessen drauf rumballern. Das wäre, besser gewesen. Weil, vor allem der Bogenschütze macht ja jetzt viel weniger Schaden auf dieser hohen Entfernung. 9 gefallen, ah. Das tut weh, da verliere ich die Hälfte meiner Bauern hier. 3 bis 6, 2 bis 5. Ja. Erledigt dann kommt 6. Ah, 4. Naja, man kann nicht. So, töten 2, töten. Wo ist der? Da. Zombie 2. Ja, dann kann ich auch den hier erledigen, wenn der eh nur 2 tötet. Und der Kerl wehrt sich nicht. Und Feuer. Und meine Heldin ist daran. Ja, guck mal, die Zombies, das sind 20 Stück, die kommen doch nicht mehr dran. Die können sich nur noch mal wehren. Wieso wehren die sich jetzt? Ja, okay, der hatte ja nur... Das heißt ja nicht, dass er immer... Ah, 0 gestorben. Yes. Der Kerl kann doch gar nichts. Und keine Gegenwehr. Yes. Obwohl, doch, er kommt noch mal zum Zug. Schade. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt mehr Schaden mache. Diese Kampfanimationen... Naja, ohne die Kampfanimation wäre es langweilig. Man müsste ja trotzdem irgendwie immer einen Moment abwarten. Und 3 bis 6. So, diesmal kommen sie aber wirklich nicht mehr dran. Ja, geht doch. Und bäm, die töten auch kein Viech mehr. Zack. Schlag ihn in den Kopf ab. Aha. 20 Bauern verloren, das ist nicht so schön. Aber da ist eine Horde Miliz. Ja, Miliz ist, denke ich mal, obwohl ich weiß nicht, ob Miliz schwächer ist als Zombies. Weil Zombies sind ja von den Untoten, von den, was weiß ich was, Woche des Igels. Ah, jetzt könnte ich auch neue Fußsoldaten anheuern. Oder, ja, Fußsoldaten waren's. Ja, Start. Diesmal lasse ich die mal näher sein. Obwohl, ah, mit dem kann ich ja trotzdem schießen. Aber mit den anderen beiden werde ich hier hinten stehen bleiben, während ich aus der Entfernung mit meiner Heldin und der Königin halt und den Bogenschützen drauf schieße. Das ist eigentlich ein bisschen, ja, guck mal, ich komme eh nicht an die ran, daher können die auch durch selber nach vorne sein. Das muss ich ja jetzt nicht machen. Da muss ja ich nicht immer der Kerl sein, der übers halbe Spielfeld läuft. 3 bis 6, 3 bis 6, ja, die sind alle nicht nah genug dran. Dann, ja, schießen wir da drauf. Bam. Und hier bleiben wir immer noch stehen. Die Kerle rennen nach vorne. Die Kerle rennen nach vorne. Da hat sich einer nach vorne geschoben. Da der als nächstes dran ist, obwohl so lange Gegenwehr ist, doch, ich greife den als erstes an. Und beatsch. Manchmal ist es doch sinnvoll, so
den, oh, 7 Bauern nochmal gefallen. Das ist 8 bis 16. Die hauen ziemlich gut bei der Miliz hier rein. So, 3 töten, 3 töten, 3 töten. Da erledige ich einfach mal die 3 hier. Ich spiele auch keine Rolle, welche davon es nun sind. So, und hier 5 oder 6 bis 13. Aus der Nähe macht er doch ein gutes Stück mehr Schaden. Oh, aber dafür habe ich jetzt auch einen verloren. Mehr Schaden und dafür... Naja, ansonsten hätte ich halt mehr Bauern oder sonst was verloren. Und demnach kommt das schon auf was Besseres, denke ich mal, raus.